Hallo meine Lieben, ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast, weil ich möchte nämlich heute eine neue Taschensituation für das neue Journal mit dir zusammen basteln oder mit euch zusammen basteln. Ja, überlegt habe ich mir mal wieder einen Briefumschlag. Den habe ich den gekürzt? Ja, den habe ich gekürzt hier. Der ist hier kürzer. Ich sag, guck mal gerade, was der für Maße hat. In der Länge habe ich den nicht gekürzt. Das sind normal 17 cm und in der Breite sind es 10. So. Dann. Das kommt später auch so in das Journal rein. Hier drauf möchte ich hier dieses schöne Papier kleben. Ich zeige euch erstmal, was ich vorhab und dann basteln wir, okay? Dann habe ich hier von diesem wunderschönen Bastelbogen habe ich einfach dieses schöne Rosenmotiv genommen und ja, dadurch, dass die ja von beiden Seiten bedruckt sind, ist das natürlich mega cool, aber in dem Fall brauche ich es nicht. Ich hatte mir überlegt, ich möchte gerne das hier drauf und dieses zum Aufklappen. Und dann habe ich hier auch aus diesem Rosenset dieses Papier und möchte gerne das ineinander stecken. So. Nee, andersrum. So. Und wenn man das dann umklappt, so, dann hätte man hier auch noch was zum Aufklappen und für Taschen. Okay, ja, dann starten wir mal. Ich weiß nicht, inwieweit das wieder funktioniert. Ich probiere das einfach aus. Und los geht's. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das mit dem hier. Mache ich das erstmal mit dem. Prittstift. Ich hatte auch ein paar Nachrichten bekommen, mit dem, dass ich euch komplett mitnehmen soll bei dem Journal. Das mache ich sehr gerne. Ich hatte jetzt allerdings schon so halb mit dem Cover angefangen, aber noch nicht zu Ende. Das heißt, ich werde euch bei dem nächsten Video einfach mitnehmen, wie ich die Covergestaltung mache, weil da tue ich mich im Moment richtig schwer. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so eine Idee, aber irgendwie klappt das mit der Umsetzung nicht und dann gefällt es mir nicht und dann, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie, dann denke ich, ach, machst du doch eine andere Farbe und ja, das ist alles hier im Moment nicht so im Flow. So. Genau, die kommt jetzt da drauf. Und zwar klebe ich die, denke ich mal, hier. Ne? Ja, da benutze ich dieses Scotch-Tape. Das ist ja so ein bisschen matt. Seht ihr das? Aber ihr könnt natürlich auch normales Tesafilm benutzen. Das ist ja wohl ganz klar. Nur ich fand das ganz gut, weil das relativ neutral ist. Dass man das jetzt nicht so unbedingt sieht. Seht ihr das? Kann man das gut erkennen? Also hier ist es, ne? Hier und da. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Aber ich habe mich ein bisschen vermessen. So, hier noch ein bisschen drauf. So, wenn man das dann nämlich schön so andrückt, dann sieht man es fast nicht mehr. So, und das, was hier übersteht, hat. Da machen wir kurz einen Prozess, ne? Schneiden wir ab. So, dann haben wir hier die Tasche und ich sehe gerade, es ist ein bisschen schief. So, dann drücken wir das hier nochmal an. So. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. So. Gut, dann hatten wir ja noch hier dieses schöne Papier, was ich noch nicht geinkt habe, sehe ich gerade. Dann machen wir das nochmal schnell.
finde, wenn das nicht geinkt ist, dann sieht das irgendwie unvollständig aus. Ganz komisch. So. So, und dann klebe ich das nämlich hier fest. Jetzt mache ich hier erstmal Chaos weg. So, ich habe hier noch meinen Kaffee stehen. Der ist, glaube ich, auch schon kalt. Ach, ich war heute Morgen schon eine ganz tolle große Runde am Rhein mit dem Hund. Und das war so schön. Es sind so viele Blumen, die blühen. Und das eine Stelle, boah, da waren so viele Bienen. Ich meine, ist ja schön, aber ich habe ja immer so ein bisschen Schiss. Aber da habe ich gedacht, boah, die Stadt tut doch sehr viel dafür, dass die Bienen genug zu futtern haben. Ne? Richtig schön. Richtig schön. Und da war heute auch irgendwie nicht so viel los. Ich meine, klar, wir haben ja auch Donnerstag, aber normalerweise triffst du da hin zum Kunst auf dem Damm. Jawohl. So, und dann klebe ich das hier nur noch zu. Also man könnte natürlich jetzt das hier auch auflassen, dass man hier noch eine Pocket hat. Aber ich will gar nicht so viele Taschen, deswegen klebe ich das auch zu. Ganz flotti. So. Warte mal, mach ich mal hier ein bisschen. So. Guck mal, jetzt ist das wieder schief, ne? Mann, warum? Was soll denn das? Okay. So. Ja, dann gehen wir mal ans Dekorieren. Und da hatte ich mir jetzt überlegt, ich möchte für hier oben möchte ich hier ein kleines Bellyband. Ich fand das jetzt farblich sehr passend. Das habe ich auch schon geinkt. Und dazu nehme ich dann hier den Tag. Dann greife ich hier wieder das Blumenthema auf. So, da wollen wir mal gucken. Ich brauche jetzt das doppelseitige Klebeband. Mache die Seiten fest. So. Und hier, das ist jetzt hier der letzte Rest vom Schützenfest von meinem doppelseitigen Klebeband. Aber ich war jetzt auch nicht mehr im Action, weil wir haben nämlich am Samstag Kommunion. Und ich kriege irgendwie im Moment gar nichts gebacken. Also das ist ja alles so aufregend. Und ich finde immer, wenn man dann so ein großes Fest vor der Brust hat, dann, also man plant das ja alles und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Hast du daran gedacht? Hast du daran gedacht? Weil ich bin nämlich auch so eine Tante, alles auf dem letzten Drücker, ne? Ich gestehe es wirklich. Und mich ärgert das auch. Also so die Location und so, das haben wir natürlich alles rechtzeitig gemacht, ne? Also gebucht und so. Und das Kleid und so Klamotten und so stehen alle fest. Aber trotzdem denke ich so, ja, ich weiß auch noch nicht, was ich anziehen werde. Ich meine, das ist ja auch eigentlich egal, aber das ist dann auch so, ah, was für Schuhe, ne? Dann ist dieses Schuhthema auch, weil ich habe ja früher immer, also ich habe ja im Büro jahrelang gearbeitet und ja, ich habe natürlich dann auch entsprechende Outfits gehabt mit von den Schuhen über Bläser und Blusen und bla bla bla. Das habe ich natürlich alles noch. Allerdings nicht mehr so viele Schuhe, weil ja, als ich die Kinder bekommen habe, bin ich auch von meiner Position, die ich damals hatte, runterdegradiert worden, was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber da hatte ich halt diese Gespräche und Termine nicht mehr, wo man so mega schick angezogen sein muss. So. Und deswegen war dann eigentlich nur noch Sneakers.
Sneakers und Sneakers, ja. Und das ist nämlich jetzt auch mein Problem. Ich kann mit Absatz auch gar nicht mehr laufen. Ich bin sonst auch immer hier mit den Stöckelschuhen und so. Das war nie ein Problem. Ich kann da nicht mehr drauf laufen. Also gib mir Wanderschuhe, bin ich glücklich. Aber ja, das ist nämlich jetzt das Problem. Ich muss mich heute nämlich auch noch um ein paar Schuhe kümmern. Und ich, also nee, ich habe da irgendwie keine Lust mehr zu. Ja, jetzt bin ich aber voll abgeschweift. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dir erzählen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Kommt bestimmt gleich wieder. So, dann haben wir das schon mal. Dann wollte ich. Genau, dann hatte ich das hier vorbereitet. Das habe ich hier auch geinkt und habe hier mit diesem Eckenausstand. Nee, das ist ja nicht der Eckenausstand, sondern das ist hier dieser hier, ne? Der ist auch vom Action. Dieses, ja, wie nennt man denn dann? Dieses Notch Englisch, ja, aber was heißt das auf Deutsch? Ich weiß es nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine. So, dann tue ich das mal eine Etage höher. Das wollte ich jetzt hier draufkleben. Und das wäre dann den Tag. So. Boah, jetzt habe ich natürlich hier wieder viel zu viel. Wo ist mein Tuch? Das ist runtergefallen. So, dann haben wir das hier. Schön, da habe ich hier den Tag dazu. Und der Sinn, ist das nicht schön? Boah, ich liebe das ja, ne? So, dann kommt der hier rein. Haha, haha, ich weiß nicht, ob der zu lang ist, wenn ich das umklappe. Warte mal, passt das? Ah, den darf ich da noch nicht reintun, sonst klebt der mir unten fest. Egal, wir machen mal weiter und zwar auf der Seite. Da wollte ich nämlich hier diese Rosen. Also es ist alles aus einem Set. So, bitte nicht so viel. Und da habe ich den Tag. Ein bisschen was Schlichteres, aber ich denke mal, wenn man hier hinten noch vielleicht was draufschreiben möchte, ich finde das gar nicht so schlecht, wenn das so ein bisschen gemixt ist. Aber ich habe auch nicht nachgedacht. Der ist zu groß. Der ist zu groß. Der darf ja nur, ja, unter normalen Umständen würde der auch passen. Egal, dann machen wir jetzt hier einfach. Schneiden wir ab. Das ist ja überhaupt kein Problem. Na, das ist aber jetzt hier nicht ordentlich. So, dann inken wir das nochmal hier oben. Es muss ja auch alles seine Richtigkeit haben, ne? Ja, so. Guck mal, wie schön, dann passt das rein und den kürze ich auch minimal. So. Und ich sehe gerade, der ist gar nicht geinkt. Geht ja auch nicht. Guck mal, das passt dann jetzt auch. Also, dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Wir klappen das hier rein und so hoch. Ich überlege gerade, rein theoretisch könnten wir jetzt auch noch hier was Schönes Ausgestanztes drauf machen. Ich guck mal gerade, was habe ich? Habe ich irgendwas? Habe ich irgendwas hier gerade? Manchmal stanze ich ja aus und dann habe ich. Nee.
das sieht nicht aus. Nö, ich glaube, ich lasse das so. Ich finde das Muster nämlich auch sehr schön. Genau, ja. Dann habe ich hier schon meine Signatur liegen. Und ich würde sagen, ein ganz kleiner Sneak Peek. Dann könnten wir ja vielleicht das hier schon mal einkleben. Hm, genau. Gut. So, dann klebe ich erstmal das hier zu, weil das brauchen wir nicht. So. Und auch hier könnte man ja auch die obere Seite offen lassen, dass man dann nochmal Platz für eine Tasche hat. Also da sind ja wirklich, da kann ja jeder das so machen, wie er das möchte oder auch wie viel Platz er braucht. Ne? Er, sie, es, wie viel Platz wir alle so in unseren Journals brauchen. So. Also mir gefällt es total gut. Wollen wir nochmal zusammen gucken? Also hier einmal aufklappen. Seid ihr komplett drauf? Ich quatsch hier wieder. Und hier. Richtig schön. Mir gefällt es total gut. Was sagt ihr? Ja, ich hoffe, wir sehen und hören uns ganz bald wieder. Ach halt, ich wollte euch, Moment, stopp, nicht abschalten. Ha, ich hatte, gestern kam meine Bestellung, ich hatte Anziehsachen bestellt und ich gucke mir das so an und schnibbel die Etiketten ab und ich habe so coole Tags gefunden bei den, da verschlägt es mir doch glatt die Sprache, bei den Labels. Das wollte ich euch noch zeigen, guck mal hier. Ich meine, die Marke ist jetzt egal, ne, aber... Ist das nicht witzig? Dieses habe ich. Warte mal, ich habe schon noch mehr gehabt. Wo sind die denn alle hin? Dann hatte ich auch das hier. Ne, das ist auch, also ich finde das auch richtig cool. Und dann waren da noch bei, ach ne, hier ist nochmal das. Fand ich aber eigentlich total witzig. Und die sind auch schön massiv. Also ich werde die mir mal behalten als Schablone. Und dann waren da auch noch bei diese birnenförmigen, wie heißen die denn? Warte. Moment. Zeige ich euch. Guck mal hier die, sag mal, jetzt geht's aber los. Hier die nee. Ihr wisst so, ne? Diese hier. Die waren auch dabei. Total schön. In Schwarz habe ich die noch gar nicht. Deswegen habe ich mich total gefreut. Ja, davon habe ich einige gehabt, aber ich weiß jetzt nicht. Leute, auf meinem Schreibtisch ist so ein Chaos. Ich muss gleich hier erstmal ein bisschen aufräumen, damit ich nochmal weiß, wo hier was ist. Auf jeden Fall, das sind jetzt die drei, die ich gefunden habe. Da waren definitiv aber noch mehr bei. Also ist auch wieder ein guter Tipp. Einfach mal, wenn man neue Klamotten kauft, sich die hier diese Tags einfach mal angucken, ob man die nicht doch gebraucht, weil das kann ich eigentlich so lassen. Ich finde das so schön. Ich meine, den Aufkleber, klar, den kannst du abmachen, aber ja. So, ihr Lieben, jetzt aber. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und wir hören und sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.